Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Power-Test. Immer mal wieder taucht bei uns auf dem Kanal die Frage auf, für welchen RAM man sich denn zu seinem Ryzen dazu kaufen soll. Und die meisten Leute fragen dabei, ob der 3200 MHz RAM reicht oder sie sich doch lieber den 3600er kaufen sollen. Und wir haben das Ganze jetzt einfach mal getestet, um der Frage auf den Grund zu gehen. Also wir haben drei Geschwindigkeiten getestet. Einmal den 2666 MHz RAM, dann 3200 MHz und dann 3600 MHz. Sonst war bei den Tests alles gleich. Alle hatten eine Latenz von CL16 und es waren alles Dual-Kits und alle hatten eine Kapazität von 16 GB insgesamt. Das Ganze wurde dann auf dem MSI X570A Pro mit einer RX 5700 XT getestet und wir haben zwei Prozessoren genommen. Einmal haben wir einen 3000er Ryzen und einmal einen 5000er Ryzen genommen, also einmal den 3700X und einmal den 5700G, um zu gucken, ob sich das Ganze vielleicht von Generation zu Generation ein bisschen unterscheidet. Dann haben wir 5 Spiele getestet und jedes Spiel haben wir jeweils in einmal High Settings und einmal Low Settings getestet, um einfach ausschließen zu können, dass hier nicht die CPU oder die Grafikkarte bottleneckt bzw. das Ganze, den ganzen Test ausbremst. Das erste Spiel, das wir getestet haben, war Warframe. Oben sehen wir dann den Ryzen 7 3700X und unten den Ryzen 7 5700G. Und die pinke Linie steht jeweils für die Low Settings und die blaue Linie steht für die High Settings. Bei beiden Prozessoren hat sich hier ein relativ gleiches Bild ergeben. Und zwar, dass hier in High Settings der 3200 MHz RAM am besten abgeschnitten hat und der 3600 MHz am schlechtesten. Ein bisschen seltsam war es, dass in Low Settings hier komplett das Gegenteil der Fall war, denn hier hat der 3600 MHz mit Abstand am besten abgeschnitten. Das ist schon ein ziemlicher Performance-Anschwung von 230 auf 270 beziehungsweise von 270 auf 300 FPS. Aber da ich davon ausgehe, dass die meisten von euch Warframe mehr in High- bzw. Max-Settings spielen, da das jetzt ja auch nicht gerade das anspruchsvollste Spiel ist, würde ich hier den 3200 MHz RAM zum Gewinner erklären. Weiter geht's dann mit Warzone. Und hier sehen wir ziemlich gut, dass hier zwischen den Prozessoren tatsächlich Unterschiede auftreten. Der 5700G scheint wesentlich besser mit dem 3600 MHz RAM zu skalieren, während der 3700X mit dem 3600 MHz RAM eher nicht so viel anfangen kann. In High Settings macht es hier nicht mal einen Unterschied, ob man den 2666 MHz oder den 3200er RAM nimmt. Die haben hier nämlich ziemlich dieselbe FPS. Anhand dessen, dass in Low Settings allerdings der 3200 MHz etwas besser ist, würde ich den hier auch zum Gewinner erklären. Beim 5700G hat selbstverständlich der 3600er RAM gewonnen. So hätte es im Prinzip auch bei jedem Test erwartet, dass das immer pro Geschwindigkeit etwas ansteigt von den FPS-Zahlen her. Aber wir sehen ja, in der Praxis ist es nicht überall so. Und dass auch genau das Gegenteil der Fall sein kann, das sehen wir ziemlich gut am Beispiel von Valorant. Über das Ergebnis war ich wirklich sehr verwundert, denn hier hat der 2666er MHz sich in jeder Einstellung mit beiden CPUs am besten geschlagen. Ich kann mir nicht wirklich erklären, wie das Ganze hier zustande gekommen ist, aber wir können ja auf jeden Fall ganz klar sehen, dass umso schneller der RAM wird, umso schlechter ist die Performance hier in Valorant. Also, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Mit so einem Ergebnis habe ich auf jeden Fall überhaupt nicht gerechnet. Als nächstes ist dann GTA 5 dran. In GTA 5 scheint der RAM dann keinen besonders großen Einfluss zu haben. Die Werte sind sehr nah beieinander. Beim Ryzen 7 5700G sehen wir einen leichten Anstieg, sowohl in Low- als auch in High-Settings beim 3200er RAM. Und beim 3700X haben wir in High-Settings überhaupt keine Veränderung. Und in Low-Settings hat der 3600er RAM eindeutig gewonnen. Das sind ganze 10 FPS mehr als beim 3200er. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerade beim 5700G den 3200er RAM zum Gewinner erklären. So, dann kommen wir jetzt zum letzten und auch zum neuesten Spiel, und zwar New World.
Und hier schneiden beide CPUs relativ unterschiedlich ab. Beim 3700X sehen wir ganz klar, dass der 3200er RAM am besten abschneidet und der 3600er RAM am schlechtesten. Und das ist sogar eine relativ große Differenz, nämlich 15 FPS. Ich würde schon sagen, dass das in diesem Bereich auf jeden Fall merkbar ist. Ein bisschen seltsam finde ich, dass in Low Settings beim 3700X der 2666er RAM am besten abschneidet. Da weiß ich nicht genau, wie es zustande gekommen ist, aber naja. Beim 5700G haben wir dann dafür in beiden Settings ungefähr dasselbe Bild und hier hat eindeutig der 3600er RAM gewonnen. Gerade in High Settings sind das hier 15 FPS nach oben, im Prinzip genauso viel wie es beim 3700X nach unten ging. Wie schon gesagt, das wird man sehr wahrscheinlich merken und ich würde hier beim 3700X den 2300er RAM zum Gewinner erklären und beim 5700G den 3600er. Übrigens, schreibt doch mal sehr gerne in die Kommentare, was ihr von dem neuen Spiel von Amazon haltet. Also, mir macht es auf jeden Fall mega Spaß und ich bin ziemlich hyped drauf. Jetzt ist natürlich die Frage immer noch ungeklärt, welchen RAM ihr euch kaufen solltet. Anhand der Tests konnte man jetzt auch keinen eindeutigen Gewinner erkennen. Viele YouTuber sagen immer, dass der 3600 MHz RAM so der Sweet Spot für die aktuellen Ryzens ist. Meiner Meinung nach ist das etwas zu pauschal. Denn wie wir gesehen haben, unterscheidet sich das Ganze von Spiel zu Spiel, von Ryzen-Generation zu Ryzen-Generation und sehr wahrscheinlich sogar von Mainboard zu Mainboard. Ich persönlich würde euch hier raten, einfach etwas mehr auf den Preis zu achten. Wenn der 3600 MHz RAM wesentlich teurer ist, als der 3200er, dann würde ich trotzdem den 3200er nehmen. Wenn die ungefähr gleich kosten, würde ich den 3600er nehmen. Ihr solltet auch auf jeden Fall darauf achten, dass der 3600er eine Latenz von CL16 hatte, denn wenn der eine Latenz von CL18 oder höher hat, dann hat das Ganze natürlich auch wieder einen negativen Einfluss auf die Performance. Manche Anbieter bieten einfach kein CL16 mit 3600 MHz an. Wir haben hier das von Crucial getestet, das Crucial Ballistics Kit, und das ist wirklich ziemlich gut. Das sieht auch wirklich mega nice aus, also ich war ziemlich überrascht, als ich es ausgepackt habe. Worauf ihr allerdings auf jeden Fall achten solltet, wenn ihr euch einen neuen RAM kauft, ist, dass dieser im Dual-Channel läuft, denn wenn ihr nur eine RAM-Regel verbaut, dann habt ihr auf jeden Fall eine extreme Performance-Einbuße. Aber ich möchte jetzt auch nochmal erwähnen, dass das Ganze für Ryzens gilt. Bei Intel wird das Ganze wahrscheinlich nochmal etwas anders aussehen, denn soweit ich weiß, skalieren die mit einer höheren Taktrate vom RAM nochmal etwas besser. So, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, dann gebt uns doch sehr gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Mittwoch zum nächsten Powertest wieder. Ciao!